Herzlich willkommen zu Tag 4 im Trainingslager hier aus Belek. Heute haben wir das große Interview mit Matthias Georg, unserem Geschäftsführer und Chefcoach Ersan Palatan für euch in petto. Das haben wir direkt gestern nach unserem Testspiel gegen Koblenz gedreht, was natürlich nicht so gelaufen ist, wie wir wollten. Wir wollten trotzdem mit Ihnen ein Zwischenfazit ziehen für das Trainingslager und vor allem auch für die Monate, die beiden schon hier bei uns sind. Gute Einblicke uns gegeben und gesponsert wird das heutige Video wieder mal von der Karakoç Holding GmbH. Özgür Karakoç und sein Team sesshaft in Seligenstadt, große Kickersnase Özgür selbst. Er verwirklicht mit seinem Team alle komplexe Wohn- und Geschäftsgebäude, so groß wie ihr auch wollt. Er hat das Team, er hat das Fachwissen und kann alles verwirklichen. Außerdem macht er auch Land- und Gartenbau. Also alles, was euer Herz begehrt, vertraut auf Karakoç Holding GmbH. Vielen Dank auch nochmal von uns und viel Spaß beim Video. Ja, hey Matthias, hi Ersan. Unser erstes Interview seit einem halben Jahr ist es. In Ankommen haben wir das letzte große gemacht. Ersan, wir sehen uns natürlich oft auch auf Pressekonferenzen. Aber es hat sich viel getan und darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Erstmal natürlich zu den herrlichen Bedingungen hier in Belek. Wir haben die erste Halbzeit im Trainingslager geschafft. Ihr bekommt täglich die Mannschaft hautnah mit. Wie ist euer Eindruck, auch jetzt vielleicht rückblickend auf das Spiel von heute? Wer soll starten? Du darfst anfangen. Okay. Ja, ich denke mir mal, wir haben hier wirklich sehr gute Bedingungen. Wir haben tolles Wetter, ein sehr gutes Hotel, ordentliche Platzbedingungen, die wir jetzt auch mit jeden Tag zwei Einheiten voll ausgeschöpft haben. Also seit Donnerstag zwei Einheiten, Freitag zwei Einheiten, heute Vormittag und nochmal das Spiel. Und von den Bedingungen muss ich sagen, ist es top. Ja, wir können uns voll auf den Fußball konzentrieren, intensiv arbeiten. Mhm. Und das haben wir auch gemacht jetzt die Tage, haben es einfach genutzt, wirklich auf einem guten Platz trainieren zu können unter guten Witterungsbedingungen. Und dementsprechend fällt das Fazit bis jetzt sehr positiv aus. Matthias, bei dir auch, denke ich. Natürlich gab es auch am Anfang vor dem Flug nach Antalya diese ganz, ganz schlimme Nachricht. Während den Folgen des Erdbebens an der türkisch-syrischen Grenze. Ja, tragische Ereignisse, ein Schock. Wie geht man da auch als Geschäftsführer mit um, sobald die Fragen natürlich und die Sorgen an einen herangetragen werden? Ja, ich glaube, erstmal ist es einfach wie bei jedem anderen Menschen auch einfach ein schlimmes Gefühl bei dem, was da passiert ist, dass man natürlich sich ja, unwohl fühlt bei dem Leid, was den Menschen dazu stößt. Und gleichzeitig spürt man natürlich eine Verantwortung für die eigene Reisegruppe, für die eigenen Angestellten, dass man da jetzt erstmal bestmöglich klärt, ob das verantwortbar ist, so eine Reise auch durchzuziehen. Und das haben wir so gemacht, wie man das machen muss, sich eben mit den Behörden vor Ort auch nochmal abzustimmen. Und da haben wir die Rückmeldung bekommen, dass es uns hier nicht einschränkt, wenngleich sicherlich der eine oder andere ja, so ein bisschen mulmiges Gefühl dabei hatte, dass gerade in diesem Land so viel Leid ist, in dem wir jetzt trainieren dürfen und diese guten Bedingungen auch bekommen dürfen. Mhm. Ja, und von daher liegt es, glaube ich, an uns, uns auf unsere Arbeit zu konzentrieren und trotzdem natürlich zu überlegen, das haben wir auch gemacht, wie wir vielleicht als Mannschaft oder als Staff auch helfen können und finanziell was tun können. Mhm. Und da sind wir jetzt intern mit der Mannschaft im Austausch, an welches Projekt wir da gehen wollen. Schöne interne Sache. Jetzt sind wir hier im schönen Spice Hotel, das zweite Jahr in Folge für den OFC. Das ist vor allem wegen großzügiger Spenden natürlich zustande gekommen. Da können wir gleich nochmal gerne drüber sprechen. Von dir, Ersan, wir haben jetzt gerade das Spiel erlebt. Was ist denn dein Fazit zum Spielverlauf? 3-1 haben wir gegen Koblenz verloren. Wie hast du es denn gesehen, sportlich? Ja, auf jeden Fall nicht gut. Wir haben heute kein gutes Spiel an den Tag gelegt. Ich glaube, wir haben uns so von der Gangart und von der Art und Weise, wie das Koblenz gemacht hat, als Mannschaft überraschen lassen. Haben das eher als reines Testspielcharakter gesehen, aber da hat der Gegner schon ganz anders gewirkt und hat von der ersten Sekunde an wirklich nicht nur körperlich, sondern auch schon von der Kommunikation auf dem Platz, von der Agilität auf dem Platz sofort bei uns für Eindruck gesorgt, muss man sagen. Und bis wir dann im Spiel waren, haben wir circa 15, 20 Minuten gebraucht, um auch dagegen zu halten. Und man hat es gesehen, dass das Koblenz sehr, sehr gut gemacht hat. Man muss sagen, wenn man gewisse Bereitschaft und gewisse Leidenschaft und gewisse Tugenden nicht auf den Platz bringt von Beginn an, wird man gegen jeden Gegner auch Schwierigkeiten haben. Wir können natürlich viele Schlüsse draus ziehen, wohlgemerkt, ohne es jetzt überzubewerten oder auch unterzubewerten. Ja, man muss die richtigen Schlüsse daraus ziehen und die werden wir mit Sicherheit machen. Aber ich denke mir, jeder einzelne Spieler und wir auch sind da halt gefragt, dass wir die nötigen Eindrücke daraus ziehen und für die Zukunft auf jeden Fall besser machen. Ein paar Tage im Trainingslager haben wir auch noch Zeit dafür, die Sachen zu bearbeiten und zu bewerten, wie du schon gesagt hast.
ermöglicht hat uns das vor allem auch hier zu sein. Großzügige Spenden und auch von Partnern und Sponsoren. Matthias, vielleicht möchtest du noch mal etwas dazu sagen. Ja, es ist, glaube ich, einmal eine tolle Geschichte, dass es möglich war, weil ich habe es auch schon mehrfach gesagt, es ist sicherlich eine Saison, die finanziell sehr herausfordernd für den OFC ist. Und da waren viele Dinge einfach die letzten Monate zu lösen. Insofern haben wir gesagt, wenn wir fahren, dann machen wir das nur, wenn wir irgendwo eine Finanzierung auf andere Schultern hinbekommen. Mhm. Und ja, deshalb sind wir sehr, sehr dankbar, dass insbesondere durch die Caracoach Holding uns da maßgeblich als Hauptsponsor unterstützt, aber es gibt auch noch andere Unterstützer, die uns da wirklich nochmal geholfen haben, dass dieser Betrag wirklich zusammenkommt. Ich kann da Peters GmbH nennen, ich kann Emanto nennen, ich kann Achim Enders nennen. Mhm. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar und gleichzeitig hat auch die Mannschaft nochmal finanziellen eigenen Betrag aufgewendet, um das zu ermöglichen, damit wir jetzt 8 Tage diese Bedingungen haben, damit wir an gewissen Dingen arbeiten können, auch als Team uns nochmal auf die Rückrunde einstimmen können. Und ja, von daher nochmal vielen, vielen Dank. Als du im Mai eingestiegen bist, hast du gesagt, der OFC hat eine unglaubliche Wucht. Jetzt bist du einige Monate hier. Hat sich denn das aus deiner Sicht bestätigt? Du hast vieles erlebt. Was waren denn so bisher deine größten Highlights und Knackpunkte vielleicht? Ja, ich glaube, es war ein unheimlich turbulentes Jahr auch, für mich persönlich, aber auch für die Mannschaft. Ich glaube, dass es einfach einen sehr großen Umbruch im Sommer gab, der aus verschiedenen Gründen einfach auch notwendig war. Auch wenn es nicht jeder gern gesehen hat, gab es einfach gewisse Zwänge, auch ihn auch so durchzuführen. Und letztendlich war es natürlich für alle Beteiligten dann eine Situation, wo vieles neu war, wo viele sich aufeinander einstellen mussten. Und wenn es dann am Anfang nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, und das kann man, glaube ich, offen so sagen, dass es nicht zufriedenstellend war in der Konstellation zu Saisonbeginn, dann ist es natürlich etwas, was mich unzufrieden macht und was auch die Mannschaft unzufrieden macht. Weil jeder ist hier in Offenbach, um Spiele zu gewinnen, um Erfolg zu haben. Und das ist am Anfang ausgeblieben. Und ja, deshalb war es sicherlich ein turbulentes halbes Jahr und trotzdem, und das habe ich der Mannschaft auch gesagt, sind wir als Team, als Mannschaft da durchgegangen, haben wichtige Entwicklungsschritte genommen und wollen jetzt einfach die nächsten Schritte gehen. Und ich glaube, wenn wir uns darauf konzentrieren, unabhängig jetzt davon, dass es heute einfach ein schlechtes Testspiel war, was wir weder überbewerten wollen, noch einfach so zur Seite wischen wollen, sondern was für unsere tägliche Arbeit hier, für unsere Erkenntnisse einfach wichtig ist. Unabhängig davon wollen wir als Mannschaft unbedingt was erreichen und wollen jetzt wirklich auch was aufbauen. Den Aufbau auch spielerisch haben wir schon vor dem Trainingslager angesprochen. Viele Ideen auch im eigenen Ballbesitz finden. 3 Tage sind jetzt verstrichen. Was ziehst du für ein Zwischenfazit im Trainingslager? Und was würdest du sagen, was muss passieren in der Restsaison, die wirklich auch spannend wird, dass du zufrieden auch zu deiner ersten Saison zurückblicken kannst? Ja, als Zwischenfazit vom Trainingslager kann ich sagen, dass wir noch gerade dabei sind, vieles uns anzueignen. Wenn man jetzt das Spiel heute nimmt, dann kann man phasenweise sagen, dass es nicht gut war, auch im eigenen Ballbesitz nicht. Ja, aber phasenweise war es dann schon einige Sachen, die wir auch im Training umgesetzt haben, die wir dann im Spiel auch gesehen haben, aber natürlich in der Summe einfach zu wenig. Und wir müssen halt einfach dranbleiben, gewisse Tugenden erstmal auf den Platz zu bringen. Also der OFC zeichnet ja aus, dass man wirklich mit viel Wille, mit viel Leidenschaft, mit viel Bereitschaft erstmal für sich selbst und dann auch für seine tollen Fans das auf ein Spiel transportiert und diese Sachen erstmal auf den Platz bringt. Und wenn wir das in jedem Spiel erstmal abrufen und abrufen wollen, dann kommen eventuell unsere Stärken dann auch raus, die wir individuell, aber auch im Kollektiv haben. Und das werden wir uns in der laufenden Saison auch erarbeiten. Und ich sage es immer wieder auch, das braucht mehr Zeit, als das Defensive zu trainieren, weil da ist es halt ganz klar, gewisse Vorgaben, die man einfach erfüllen muss. Und im Spiel mit dem Ball ist es halt auch eine gewisse Kreativität der Spieler, die dann in gewissen Momenten entscheiden müssen, ob sie mal einen Pass tief spielen, ob sie auf einen Torschuss dann das Ganze anlegen und demzufolge auch viel mehr Arbeit und viel detaillierter die Arbeit. Und das wird sich immer fortlaufend festigen bzw. fortsetzen. Das wird nie so sein, dass das ein Abschluss ist und man alles dann richtig macht, sondern dieser Prozess ist immer fortlaufend. Bevor es richtig losgeht, das war jetzt das vorletzte Testspiel quasi vor unserem Einsatz gegen SG Barockstadt Fulda im Hessenpokal. Geht es am 19.02. nochmal in Hoffenheim, gegen Hoffenheim. Ein Gegner mit nicht allzu guten Erinnerungen aus der Zeit vor Weihnachten. Vielleicht genau das Richtige, um wieder in diesen richtigen Wettkampfmodus zu kommen, oder Matthias? Ja, uns war natürlich schon wichtig von der Auswahl der Testspielgegner, dass wir Gegner haben, die uns wirklich fordern.
dass wir vielleicht auch Gegner haben, gegen die wir teilweise in der Liga dann auch schon gespielt haben und nicht zwei, drei Wochen später wieder auf diesen Gegner treffen. Insofern war das sowohl heute gegen Koblenz als aber auch dann nächste Woche gegen Hoffenheim eine gute Wahl, da einfach nochmal maximal gefordert zu werden. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die uns da in dem letzten Testspiel nochmal alles abverlangen wird. Nichtsdestotrotz muss man es trotzdem betonen, es ist ein Testspiel. Wir haben im Sommer eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt, haben dann den Saisonstart ja überhaupt nicht gut hinbekommen, muss man leider so sagen. Und ja, vielleicht ist es jetzt gut für uns, dass wir hier im Trainingslager unter ja, dieser Intensität, die wir auch in den Einheiten hatten, jetzt auch nochmal irgendwo wachgerüttelt worden sind. Dass wir einfach mit einer gewissen Schärfe jetzt auf die neuen Aufgaben gehen, ne? Weil in 14 Tagen steht das erste Pflichtspiel an, was sehr, sehr wichtig für die Mannschaft und den Verein ist. Und ich glaube, da müssen wir jetzt einmal mit geschärften Sinn rangehen und das letzte Testspiel nochmal maximal für unsere Abläufe nutzen, jetzt unabhängig vom Ergebnis. Hessen-Pokal eben natürlich schon kurz angesprochen. Noch im letzten Jahr stand man sich ja auch als Gegner gegenüber. Jetzt vielleicht der Sieg des Hessen-Pokals, einer der größten Ziele für dieses Jahr noch? Mit Sicherheit. Ja. Also das ist ein ganz großes Ziel, dass sich die Mannschaft, aber auch der Verein und ich glaube auch die Fans zurechtgelegt haben. Und dieses Ziel wollen wir unbedingt erreichen. Auf dieses Ziel arbeiten wir auch hin, ja, und das wird aber keine einfache Aufgabe. Man hat ja vor kurzem auch das Spiel in Offenbach gegen Fulda gehabt, was dann auch 1-1 vom Ergebnis her der Endstand dann war. Und wir wissen schon um die Schwere der Aufgabe, die ist definitiv zu lösen, wenn wir diese gewissen Sachen auf den Platz bringen, die einfach wichtig im Fußball sind und darüber hinaus natürlich auch unsere Qualitäten als Mannschaft, aber auch individuell auf den Platz bringen, um einfach eine Runde weiterzukommen, um in diesem Pokalwettbewerb auch bis zum Ende zu kommen und am Ende auch eventuell als Hessen-Pokalsieger wieder die Saison zu beenden. Du sagst es, auf dem Platz muss es natürlich laufen, die Tugenden müssen auf dem Platz gezeigt werden. Neben dem Platz haben wir viele, viele Fans, die auch hier nach Belek mitgereist sind. Was ist das jetzt, Matthias, für dich für ein Gefühl, dass du siehst, hier sind mindestens knapp 60 Fans sind mit dabei in Belek. Was kommt da bei dir rüber? Ach, das ist einfach toll und einfach schön, tagsüber dann auch sich mit den Fans auszutauschen, den einen oder anderen auch mal näher kennenzulernen, auch mal zu hören, wie aus Fansicht manches gesehen wird, irgendwo mit den Fans über die Mannschaft, über die Ziele austauschen zu können und trotzdem natürlich gleichzeitig eine riesige Unterstützung zu spüren. Auch in der Situation, wo vielleicht nicht alles perfekt gelaufen ist, wo aber jeder gesehen hat, gerade die letzten Wochen vor der Winterpause, wie die Mannschaft wirklich um jeden Punkt gefightet hat und viele Spiele dann auch spät gezogen hat, dass trotzdem diese große Unterstützung da ist, dass die Fans hier dabei sind und das mit Herzblut leben. Ich glaube, das ist das, was den OFC ein Stück weit ausmacht. Das macht ihn aus und ihr habt alles gesagt. Wir werden weiter arbeiten. Bin gespannt, wie das Trainingslager noch verläuft. Danke, dass ihr beim Interview wart.